Wieso sitzt diese Taube? By the way, finde ich Need to Know ist so ein Kanal, der vollkommen bescheuert ist. Einfach nur bescheuerte Themen über Tiere, über das ist kein Käse und keine Ahnung was. So. Das ist so ein random Kanal einfach nur. Aber besser als tausendmal immer das Gleiche oder so. Wir gucken mal rein. Wieso sitzt diese Taube? Ich bin sehr gespannt. Wieso sitzt diese Taube? Warum sitzt die da? Tauben sitzen nicht, sie laufen oder fliegen. Aber doch nicht sitzen und vor allem nicht so. Was machst du da mit deinen Beinen? Bist du etwa zu fett? Kannst du nicht mehr fliegen? Junge, beweg deinen fetten Arm. Geh arbeiten, du faules Stück Scheiße. Bash die doch mal nicht so. Am Ende hat die eine Krankheit oder sowas. Oder wurde mal auf die Füße getreten oder keine Ahnung was. Aber ganz ehrlich, habt ihr irgendwie... Tauben fliegen nicht. Die haben doch keinen Bock drauf. Tauben arbeiten gar nicht und du bist eine Kartoffel. Wegen dir zahle ich Steuern. Hallo, was habe ich dir gesagt? Du machst mich so sauer. Hör auf damit, du machst mich so sauer. Mama! Hier ist eine sitzende Taube. Wieso sitzt diese Taube da? Keine Ahnung, lass sie doch sitzen. Raus! Wieso sitzt diese Taube? Hör auf. Hat der gerade seine Mom geschlagen? Zu sitzen! Hör auf zu sitzen! Ich hab gesagt, hör auf zu sitzen! Was soll ich denn? Hör auf zu sitzen! Ja! 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 Mu! 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 Ich hab deine sitzende Taube. Scheiße, er hat eine sitzende Taube. Guck, da hängt ein Schild. Keine sitzenden Tauben. Beachte die Regeln. Beachte die Regeln, habe ich gesagt. Polizei! Hat der sie nicht mehr alle? Hier ist ein Einbrecher. Scheiße, was, wo? Da! Wieso sitzt diese Taube? Ich hab keine Ahnung. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, was für ein Geräusch das ist? Das ist eine Schildkröte, die Geschlechtsverkehr mit einem Schuh hat! Die machen echt solche Geräusche. Ich hatte mal Schildkröten als Haustier. Und das klingt total komisch. Ich mache immer so einen. Keine Ahnung warum. Das machen die. Gibt auch Videos auf YouTube dazu. Bumsende Schildkröten. Kann man sich angucken. Da lachen sich viele weg. Ich finde es nicht lustig, weil ich weiß, wie sich's anhört, wenn Schildkröten den Koitus ausüben. Elias, ist alles okay? Ja, ja, alles gut. Ich mache nur Schildkrötenstöhngeräusche. Oh, okay. Versuch du auch mal. Macht Spaß, Mama. Hat der ohne Scheiß seine Mom da ins Video reingeholt? Mach mal mit. Mach die ohne Scheiß mit. Entweder das ist die coolste Mom der Welt, oder... Und jetzt reg dich über die Taube auf! Wieso sollte ich? Die hat doch... Reg dich über die Taube auf! Was ist das denn für eine Taube? Boah, die sieht ja total bescheuert aus. Ja, genau so! Kann doch nicht sein! Ja! Wieso sitzt die da so? Ich hab keine Ahnung, lauter Mann! Das kann doch nicht sein! Es ist echt seine Mom? Wie cool ist die denn? Okay, es ist sie cool. Es ist sie cool. Mach die doch voll mit jetzt hier. Ist ja Hammer! Mensch! Tier! Kartoffel! Kartoffel? Kartoffel! Wieso ist da eine Kartoffel? Ich hab keine Ahnung! Ich weiß es auch nicht! Ah! Alarm! Alarm! Alle Einwohner des Planeten Erde! Hier ist eine sitzende Taube! Bleiben Sie alle ganz ruhig! Es wird nichts Und das geht noch 3 Minuten so weiter. Ich kann's nicht mehr aus. Wer guckt diese Videos? Warum guckt man diese Videos überhaupt? Ich kapier's nicht. Okay, wir schauen weiter. Du machst mich so sauer. Es gibt mehr davon. Ah, was macht ihr da? Ah. Das ist keine Taube. Das ist eine Kartoffel. Wieso ist... Moment, ganz kurz mal. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das? Ja, Rückmassage halt, ne? Sauer. Du machst mich so sauer. Es... Wie die alle da hocken. Schaut das geil aus.
Schau mal, machen das Tauben manchmal. Die Füße entspannen. Ah ja. Gib mehr davon. Wieso ist da eine Kartoffel? Hallo. Hallo. Topsee, fuck. Kartoffel. Fuck Nummer. Kartoffeln? Ja. Ist das gerade so eine Parodie über 10 Fakten über Nacktschnecken? Eins, ich bin gar keine Kartoffel, sondern Manuel Neuer. Und wer ist dann dieser Manuel Neuer? Eine Kartoffel! Papa, irgendetwas stimmt mit Hasi nicht. Dein Hasi ist tot, da kann man nichts mehr machen. Papa, irgendetwas stimmt mit Hasi. Du hast Hasi getötet! Wieso hast du Hasi getötet? Warte mal, wo waren wir nochmal stehen geblieben? Babyzug! Junge, wieso bist du so klein? Hör auf, ein Babyzug zu sein! Du bist so ein kleiner Zug! Baby! Oh, mich nicht! Ich mag singen! Ich mag tanzen! Ich mag Züge! Ich pack's nicht mehr. Was geht in diesem Video ab? Was raucht denn der? Are you an insane? Apropos Tanzverbot, da können. Den Clip kenne ich doch. Direkt mal anfangen mit, und zwar... So, ich habe hier mal meine Zuschauer auf Instagram gefragt, gucken, was die mal so dazu sagen, weil sie am Sitz... Ja. Junge, Andy, denkst du eigentlich, du bist komplett lustig? Ich sitze hier mit ein ernsthaftes Problem und du versuchst lustig zu sein. Ich habe extra noch dazu geschrieben, nur ernst gemeinte Antwort. Ich schwöre auf alles, wenn der Nächste mir nicht irgendeine vernünftige Antwort gibt... Ein Bagger, warum denn das? Der hat mir ein Bild von einem Bagger geschickt. Ich raste aus. Du bist so blöd. Du bist so eine blöde Taube. Bist du einfach zu fett? Kannst du nicht mehr fliegen? Junge, beweg deinen fetten Arsch und geh arbeiten, du faules Stück Scheiße. Nein. So war das nicht gemeint. Es tut mir leid, das ist so... Boah, diese Taube. Irgendwie ist die echt voll... Ich weiß nicht. Die macht mich echt voll traurig. Mein Mann, du kannst sitzen bleiben, so viel du willst. Bitte tu's nicht. Nein. Hä, die Zauber ist echt, das ist echt voll traurig. Die springt da einfach runter. Ja, das sieht schon so aus, als hätte die keinen Bock mehr irgendwie. Das war's mit diesem Video. Meine Stimme ist komplett tot. Ich hoffe, meine Nachbarn waren nicht zu Hause. Was mache ich eigentlich für das Schatz? Ich habe mich hier gerade 10 Minuten über eine Taube aufgeregt. Wollte mich eigentlich Also das mit dem aktiver werden, also wird auch nicht so gut funktionieren. Aber auf jeden Fall, ich werde jetzt aktiver. Immer noch aktiv als Knuspertoast. Nein, Spaß. In den letzten 6 Monaten ist ziemlich viel passiert, deswegen habe ich nichts hochgeladen. Ich denke aber nicht, dass es euch interessiert, was passiert ist, deswegen labe ich euch einfach mal nicht voll. Mein Face-Reveal wird auf jeden Fall kommen. Keine Angst. Was denkt ihr? Wieso sitzt diese Taube? Darf sie von euch aus sitzen oder seid ihr auch der Meinung, dass sie nicht sitzen darf? Schreibt es in die Kommentare. Auf jeden Fall, das war's dann. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Schaut mir meiner Mama ein bisschen Fan-Mail, das würde sie bestimmt freuen. Und außerdem habe ich die natürlich... Outlook. Oh, weia. Das ist so eine richtige Mutti-E-Mail-Adresse. Wer Outlook benutzt, der hat es ja echt nicht mehr alle. Ich find, Outlook ist so ein Gänsehautprogramm, wie es schon aussieht. So. Es sieht aus, als würde man im Büro arbeiten. Ich habe auch Outlook. Du bist so lost. Ich habe auch alle mal Outlook hier. Mega lost. Absolut lost. Kann ich nicht nachvollziehen. Das ist ein Fan-Mail, das würde sie bestimmt freuen. Und außerdem habe ich die natürlich nicht wirklich geschlagen. 1, 2, 3, jetzt! Auf jeden Fall, tschüss, Socken aktivieren, Kanal, aber keine Ahnung, ist zu lange her, tschüss. Was macht denn jetzt? Ja, was guckst du? Ich weiß, dass du mich mobben willst. Jetzt hau ab!
Die sitzt einfach immer noch. Die sitzt doch jetzt schon seit 10 Minuten. Was? Ich glaube, die bringt mich gleich um. Okay, Jungs, falls ich gleich sterbe, dann war's das. Mama, hier war noch nie eine Taube in unserem Garten und ich drehe heute ein Video, in dem ich mich aufrege über eine Taube und auf einmal kommt eine Taube und setzt sich vor mir hin. Das ist kein Zufall, das ist einfach nur, die haben mich... Da war ich mit Simon Burger essen, Döner essen, springt so eine Taube auf unseren Tisch hoch, weil sie was zum Essen abhaben möchte. Und Simon ist so ein extrovertierter Mensch, der hat dann voll laut geschrien und hat diese weggewedelt. Und voll viele so Portugiesen haben sich umgedreht und geguckt. Und ich war voll so, das ist mir jetzt gerade irgendwie voll peinlich, weil ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich finde immer, wenn ich so nicht in Deutschland bin, dann will ich immer so guten Eindruck wie möglich machen. Und Deutsche, die dann schreien, ey, geh weg, 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 ist schon so ein bisschen, okay. War eine kleine Anekdote nebenbei. Need to know, super gutes Video, also toll recherchiert, gut drüber nachgedacht, absolut berechtigt, sowas hochzuladen. Ich bin extrem begeistert. Oh Gott. So, schreibt man in dem Fall eigentlich mal groß oder klein? Ich lasse klein. Sieht irgendwie so richtig aus. Okay, ja. Dann würde ich sagen, war's das. Ciao, ciao. Was für eine Reaktion.